Ja, hier nochmal ein Video zu YouTube. Und zwar werden das viele eigentlich wissen, aber es werden auch viele nicht wissen. Und deswegen kommt dieses Video zur Erklärung. Bis gleich nach dem Intro. Ja, Leute, ein kleines Erklärvideo. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Erklärungen hier und da, aber ich denke mal, dass, ja, wie vorher schon gesagt, viele wissen das schon, viele wissen es auch nicht und deswegen mache ich dieses Video. Und zwar, wenn man auf der Startseite von Google drauf ist und man hat noch kein Google-Konto oder ist nicht bei Google registriert, wird hier oben rechts in der Ecke entweder ein Button sein mit Registrieren oder Anmelden und hier und da. Wenn ihr dann auf Registrieren klickt und euch ein Google-Konto erstellt, dann habt ihr eine eigene Gmail-E-Mail-Adresse und gleichzeitig, und was viele nicht wissen, bekommt man dann automatisch einen YouTube-Kanal, weil Google hat, glaube ich, damals YouTube gekauft und die sind halt miteinander verknüpft. Also sobald du jetzt dich bei Google registrierst, hast du automatisch einen YouTube-Kanal, ob du willst oder nicht. Du kannst, wenn du einen YouTube-Kanal hast oder wenn du dich bei Google registriert, dann kannst du Kommentare bei YouTube schreiben oder den Daumen klicken. Ich weiß nicht, ob man das ohne Registration kann. Das weiß ich jetzt nicht. So, aber wir gehen jetzt mal auf YouTube. Ja, machen wir mal YouTube. Zack. So, jetzt sind wir hier auf der Startseite von YouTube. So, viele klicken jetzt einfach hier oben in die Suchleiste ein, was sie suchen wollen oder was weiß ich. Was ich jetzt mal mache, ist zum Beispiel, ich mache jetzt mal von A bis Z. Da steht er schon. So. Viele klicken dann auf die Videos halt, ne? Die gucken sie dann hier runter. Ah, das ist alles hier von mir. So, wenn man jetzt auf den Kanal ist. So, ich klicke jetzt mal auf meinen Kanal. Das Video brauchen wir nicht angucken. So, was viele jetzt nicht wissen. Man sieht zwar jetzt hier die Uploads, ne? Die neuesten Videos stehen immer hier vorne und die älteren, wenn man hier hinten auf diesen Pfeil klickt, hier hinten sind halt immer die älteren Videos. Und dann kommen halt die Playlists und so. Aber was viele halt nicht wissen ist, hier steht Übersicht, Videos, Playlists, Kanäle und Kanalinfo. Und hier kann man direkt irgendein Stichwort suchen, wie zum Beispiel jetzt Hecht oder Zander oder was weiß ich. Und dann wird gesucht nach Hecht und Zander, was auf meinem Kanal mit Hecht und Zander zu tun hat. So, was ich aber zeigen wollte ist, wenn man hier auf Videos klickt, dann sieht man alle Videos, die auf diesem Kanal hochgeladen wurden. Alle. Bei mir sind das jetzt 111, mit dem jetzt hier 112. Und zwar der Reihe nach. Also die ältesten ganz unten und die neuesten ganz oben. Das kann man hier dann auch noch nachsortieren. Größte Beliebtheit oder hinzugefügt, älteste zuerst oder neueste zuerst. Bei mir ist es immer auf neueste zuerst. So, das ist diese Option Videos. Und wenn man jetzt hier auf Playlist klickt, dann kommen meine ganzen Playlists. Ich habe zum Beispiel einen Nordostsee-Kanal, eine Playlist oder Meeresfischen eine Playlist oder Spinnfischen, Allround, Friedfisch und Raubfisch. Und hier steht dann halt immer noch, wie viele Videos in dieser Playlist halt drin sind. Ja, das wissen viele halt nicht. Und deswegen wollte ich das mal zeigen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kanal noch nicht abonniert habe, dann steht hier halt, da wo mir, bei mir jetzt hier Kanal anpassen und Videos verwalten steht, ein rotes Kästchen mit abonnieren und dahinter vielleicht auch noch eine Glocke.
Abonnieren ist klar, ne? Dann abonniert man den Kanal und das ist kostenlos, ne? Kostet einem nichts. Und die Glocke dahinter, wenn man die, guck mal, mir ist die Glocke jetzt hier oben, wenn man die Glocke dann klickt, dann wird man halt per E-Mail benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen worden ist von dem Kanal. Ja, was ist noch zu sagen? Ach so, hier habe ich noch ein PayPal-Spendenkonto. Falls ihr mir was spenden wollt, könnt ihr darauf klicken. Hier ist dann verlinkt noch halt meine Facebook-Seite und meine Instagram-Seite. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wenn ihr ein Video gut findet, ob es jetzt meins ist oder nicht, dann klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft diesen YouTuber. Und auch das Abonnieren ist klar, das hilft natürlich jedem YouTuber. Aber Klicks oder Kommentare schreiben, das führt dazu, dass das Video, was ihr angeklickt habt oder kommentiert habt oder mit dem Daumen nach oben angeklickt habt, führt dazu, dass es in den Rankings bei YouTube höher steigt und somit im Algorithmus halt höher gerankt wird. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel in der Suchleiste oben Angeln auf Schleier angibt oder so. Und dann wird dieses Video für den Sucher mit einer höheren Chance angezeigt. Und dafür ist dieser Daumen nach oben da. Das ist nicht nur, oh, ich mag dieses Video, gebe ich mal einen Daumen hoch. Ist natürlich sinnvoll, wenn man Videos liked, die man mag. Also Dislike mache ich nie, also ich mache niemals einen Daumen nach unten oder so. Wenn ich das Video nicht mag, dann klicke ich das einfach weg und gucke das nicht. Also diese Funktion ist in meiner, ist sinnlos, finde ich. Also meiner Meinung nach braucht man diese Funktion nicht, Daumen nach unten. Aber wenn ich ein Video mag, dann klicke ich auch auf Ich mag Videos. Ne? Sieht man ja hier in dieser Playlist, habe ich sehr viele Videos, die ich mag, angeklickt. Ja, wenn ich einen Kanal mag und die Videos von dem klasse finde, von diesem YouTuber, dann klicke ich auf Abonnieren, weil ich möchte ja wissen, was da noch in Zukunft kommt und so. Ja. Und das kostet mich keine müde Mark, also. Das ist ein Klick und fertig. Ein Kommentar schreiben kann man auch immer mal eben schnell, schönes Video, mach weiter so, fertig, bam. Das ist eine Sache von 3 Sekunden und dann ist das erledigt. Und das hilft einem YouTuber so ungemein, das glaubt ihr gar nicht. Also Leute, smash den Abonnier-Button, haut Daumen nach oben raus und einen Kommentar. Und wenn es nur ein kleines ist. Ne? Ja, das war's von mir. Wir sehen uns wieder am Wasser, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao.